Und wir haben heute folgende Tabelle erstellt. Wir haben Nummer, wir haben Artikel gemacht, wir haben Menge, wir haben Einheit, wir haben Preis pro Einheit in CHF und wir haben Total ebenfalls in CHF gemacht. Ui. So. Danke. Da muss ich noch schnell korrigieren. Ich habe es schnell auf Grossbuchstaben gedrückt. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Zeile nach unten gezogen. Wir haben die Zeile markiert. Und jetzt haben wir gesagt, lieber Computer, ich will das, diese Zelleninhalten horizontal und vertikal zentrieren und will Textumbruch machen für die Zellen, die zu hoch sind. Und jetzt, ich könnte natürlich auch noch Breite anpassen, zum Beispiel, wenn ich merke, total in CHF, ich brauche nicht so viel in der Breite. So gehe ich auf die rechte Seite, rechte Grenze von Spalte F, drücken, halten, ziehen, loslassen, ist bereits Breite angepasst. Umgekehrt, da für Nummer, da brauche ich auch nicht so viel Platz. Dafür für Artikel schon ein bisschen mehr. Und dann haben Sie 1, 2, haben wir 1, 2 geschrieben. Wir haben das markiert und nach unten gezogen. Also die Nummerierung fortgesetzt. Dann haben wir BIM, BOM, BOOM, BAM, also Artikel irgendwie aufgeschrieben. Wir haben die Menge definiert, 12, 25, 56, 2. Und Einheit Liter, Kilo, Stück, ist heikel, aber okay. Und Meter. Okay. 15, 26, 36, 2, 35. Und dann haben wir total ausgerechnet. Wir haben 12 mal 15 gemacht, mit Enter bestätigt und das Ganze klick, klick nach unten gezogen. Dann haben wir unten mit Autosumme mit Sigma total gemacht, überprüft, ob der Bezug stimmt und wenn okay war, Enter gedrückt. Markiert, formatiert mit zwei Dezimalstellen. Und das war's. Dann haben wir noch das Ganze markiert. Glaube ich, alle Rahmenlinien gemacht. Wir haben noch mit Farben experimentiert. Das heisst, wir haben die zweite Ziele irgendwie farblich markiert. Und die einmal weiß, einmal gelb, aber klick, klick, geschossen. Allerdings beim Abschießen hat es auch Inhalte übernommen, das wollen wir nicht. Drum, Klick auf Optionen, nur Formate ausfüllen, gemacht. Bedingte Formatierung, Start, bedingte Formatierung, hat uns erlaubt, zum Beispiel Weiterregeln, hat uns erlaubt, sagen, wenn Zellwert ist größer oder gleich 100, sollte es von Himmel Rosen sollten fallen. Hm? Sollte blau machen. Okay. Okay. Und hat's gemacht. Okay. Und jetzt, und eigentlich das war